Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren wunderlich. Nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam einsam liegen. Jeden Morgen danach bei dir, du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, es ging so nicht. Wolltest alles wissen und das hat mich vertrieben. Eigentlich dich, du bist nicht länger geblieben bei mir. Und so sitz ich, um zu lieben, lieber barfuß am Klavier. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Du und ich, wir waren zu wenig. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier und träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Ich träum dabei von dir. Und träum dabei von dir. Hey Leute, heute mal wieder ein deutsches Cover von mir. Einige meinten ja letztes Mal, dass es auf Deutsch irgendwie besser klingt oder dass ich da besser singe. Ja, und den Song fand ich halt ziemlich cool und dachte ich mir, den könnte ich doch mal covern. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch einfach mit einem Daumen hoch oder schreibt es unten in die Kommentare. Wäre echt cool zu wissen, wie ihr darüber denkt. Jo, und wenn ich gerade mal so am Deutsch reden bin, nutze ich das gleich mal, weil Deutsch kann ich mich natürlich besser ausdrücken als Englisch. Englisch sage ich wahrscheinlich immer das Gleiche am Ende des Videos, aber naja, dann versteht es wenigstens jeder. Jo, und ich habe halt diese Woche 500 Abonnenten erreicht und das liegt natürlich nicht nur an mir, sondern ihr habt mich ja abonniert. Ich habe nur ein bisschen gesungen und gezittert. Jo, und ist auf jeden Fall ziemlich krass und ich wollte euch Danke sagen dafür, dass ihr mich so toll unterstützt und immer so liebe Kommentare schreibt und Daumen hoch gebt und so. Also das finde ich echt klasse und ja, ich hoffe, das wird weiter so bleiben. Also das wäre echt cool und ich freue mich jedes Mal immer, das zu lesen, was ihr da schreibt und was ihr mir sagen wollt. Jo. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Ideen, was ich machen kann, dann sagt mir das ruhig und ich lese mir das durch und schau mal, was ich davon umsetzen kann. Ja, das war's eigentlich. Also ich bin auf jeden Fall richtig glücklich und freue mich, dass mich so viele Leute unterstützen und dass es euch gefällt, was ich mache. Weil sonst würde das auch keinen Spaß machen, ohne irgendwelches Feedback zu bekommen. Ja, und das ist auch echt motivierend. Ja, und wäre schön, wenn das so weitergeht. Ja, also danke für alles und
Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.